Der Fruchtninja hat eine neue Waffe. Fingernägel. Ihr Salat ist in Sekunden fertig. Warum hassen es alle, wenn Blue Eye an der Tafel schreibt? Ah, deshalb. Nein! Die Nägel von Blue Eye sind super lang. Setz dich sofort wieder hin. Unsere Ohren brauchen Ruhe. Cindy liebt es, kurze Nägel zu haben. Also feilt sie die Nägel jeden Abend. So fühlt sie sich am wohlsten. Das einzige Problem ist, dass ihre Nägel super schnell wachsen. Und am nächsten Morgen hat sie wieder riesige Klauen. Ich muss sie loswerden. Kein einziger Millimeter wird überleben. Puh, schon viel besser. Jetzt sehen meine Nägel wieder viel besser aus. Meine Kollegin scheint wieder zu träumen. Ach nein, nicht schon wieder dieses Geräusch. Diese Nägel, die auf den Schreibtisch aufkommen. Das macht mich so verrückt. Stopp! Ich höre dieses Geräusch überall. Im Schlaf. Was? Wer ist da? Zu Hause auf der Couch. Sind das meine Nachbarn? Meine Güte, ich werde paranoid. Nicht schon wieder dieses Geräusch. Ich halte das nicht mehr aus. Juckt euch der Kopf? Leiht euch die Hand eurer Freundin. Oh, das fühlt sich gut an. Danke, Blue Eye. Hey, warte. Oh, Blue Eye hat ein multifunktionales Massagegerät. Sie kratzt meinen Rücken mit den Krallen. Etwas weiter rechts. Ah, das ist der Himmel. Ich glaube, meine Freunde nutzen mich aus. Kratz mich noch ein bisschen, bitte. Das tut gut. Wenn ihr lange Nägel habt, ist es schwierig, die Hose zuzuknöpfen. Komm schon, Knopf. Bitte. Gleich habe ich's geschafft. Puh, na endlich. Aber jetzt muss ich den Reißverschluss zumachen. Nägel, helft mir bitte. Hoch, hoch, hoch. Ja, geschafft. Nächstes Mal werde ich nur ein Kleid tragen. Um ins Büro zu gelangen, muss ich meinen Fingerabdruck scannen. Mist, es funktioniert nicht. Alles nur wegen den Nägeln. Hey, kann mich jemand reinlassen? Ich bin Cindy. Aber alle Mitarbeiter haben Angst. Wer versucht hier einzubrechen? Ein Monster? Ich öffne lieber nicht die Tür. Dieser Tag fängt ja sehr gut an. Wenn die Köchin lange Nägel hat, findet ihr möglicherweise eine überraschende Zutat in eurem Salat. Genießt den Salat. Dieser Salat ist super gesund. Mmm, lecker. Ist das ein Fingernagel? Widerlich. Hm, komisch. Warum mochte er meinen Salat nicht? Ah, mein Nagel ist wohl daran schuld. Ups. Ich hatte es so eilig, dass ich vergessen habe, mich zu schminken. Gut, dass er zu spät kommt. Ich kann mich schnell in 5 Minuten schminken. Aber ich habe nur einen Lippenstift dabei. Naja, das wird schon gehen. Ich werde den Lippenstift verwenden, um mein unteres Augenlid zu schminken. Und dann zaubere ich einen Cat-Eyes-Look. Gut, dass ich kurze Nägel habe. So kann ich mich immer super schnell schminken. Jetzt brauche ich Rouge. Dann schminke ich meine Lippen. Mein Express-Make-up ist fertig. Hi, das ist für dich. Du siehst gut aus. Das Problem mit langen Nägeln ist, dass man keine Gartenarbeiten erledigen kann. Oh, da ist wieder so viel Dreck unter meinen Nägeln. Ich könnte sogar neue Blumen pflanzen. Wir backen Kuchen. Mal sehen, wer den schönsten Kuchen backen kann. Wenn es darum geht, den Rand zu formen, ist es besser, kurze Nägel zu haben. Die langen Nägel von Blue Eye hinterlassen nur große Löcher. Kurze Nägel gewinnen diesen Wettbewerb.
Wenn ihr lange Nägel habt, müsst ihr mit empfindlichen Gegenständen sehr vorsichtig sein. Oh, mein Makaron. Ich habe es durchbohrt. Eine Nagelwunde mitten ins Herz. Aber ich werde den Makaron trotzdem essen. Genau wie Fingerfood. Wenn ihr Angst habt, zum Salat zu viel Salz hinzuzufügen, verwendet doch einfach euren Nagel als Messlöffel. So viel Salz brauche ich. Super. Lange Nägel können auch zu einer Waffe werden. Blue Eye hat einen weiteren Albtraum. Aber derjenige, der am meisten leidet, ist ihr Freund. Nein, Blue Eye hat mich wieder im Schlaf verletzt. Ich brauche einen Lifehack. Ich werde ihre Nägel mit einem Kabelbinder verbinden. Ich brauche auch die andere Hand. Puh, jetzt kann ich in Ruhe schlafen. Was ist mit meinen Nägeln passiert? Hallo? Besteck aufzuheben ist eine echte Herausforderung. Zumindest, wenn man lange Nägel hat. Und mit Stäbchen zu essen ist praktisch unmöglich. Gute Nachricht! Ihr könnt eure Nägel anstelle von Stäbchen verwenden, während niemand schaut. Lecker. Oh, ess ruhig weiter. Guten Appetit. Möchtet ihr durch die Tür? Aber die Tür öffnet sich nicht. Das Schloss klemmt wieder. Und jetzt ist eure Laune im Keller. Entspannt euch. Bleibt ruhig. Und bestellt unseren universellen Nagelschlüssel. Der Nagel kann jedes Schloss öffnen. Und ihr werdet den Nagel nie verlieren. Der Nagelschlüssel geht auch nicht kaputt. Viel Komfort und er enthält integriertes WLAN. Der Nagelschlüssel öffnet jede Tür. Das ist ein richtiger Verlust für alle Hände. Der Nagel war doch noch so jung. Der Nagel hätte ein langes, erfülltes Leben haben können. Aber leider war die Schranktür zu stark. Warum sterben die Guten so jung? Ich war so stolz auf meinen Nagel. Und dann wurde er von meinem Schrank getötet. Oh nein, warum ich? Leb wohl, mein Freund. Ruhe in Frieden auf dem Fingernagelfriedhof. Erzähl mal, was du so gemacht hast. Oh, ich kann dir einen ganzen Roman erzählen. Du wirst es nicht glauben. Hör zu. Also, Lua erzählt Johnny alles über ihr Leben. Und sie redet und redet. Da ist es echt gefährlich, neben ihr zu sitzen. Oh Gott, ich muss aufpassen. Sie könnte jemandem die Augen ausstechen. Oder die Wange zerkratzen. Siehst du, wie Edward mit den Scherenhänden. Ich hau besser schnell ab. Oh, wo ist denn mein Freund? Hallo? Wo bist du? Ich liebe Kochshows. Sie inspirieren mich immer. Neue Rezepte und Küchen-Lifehacks. Vielleicht kann ich auch ein paar Rezepte ausprobieren. Oh, der Gastgeber hat so kurze Nägel. Natürlich fällt es ihr leicht, eine Orange zu schälen. Und sogar, oh nein, eine Dose öffnen. Oh, mit solchen Nägeln kann ich das nicht machen. Naja, der braucht schon Rezepte. Ich bestell mir was. Ich will was trinken. Nur eine Frage. Wie kann ich diese Dose öffnen? Oh, danke. Aber Blue Eye kann dieses Problem auch nicht lösen. Ihre Nägel sind auch zu lang. Sie kann die Dose nicht öffnen. Sonst brechen die Nägel ab. Unsere Nägel sind so zerbrechlich. Was sollen wir machen? Hey, aus dem Weg! Meine Nägel werden euch retten. Seht ihr? Hier mit euren Nägeln. Wie fandet ihr unsere Nagelideen? Schreibt uns, welche Nägel ihr besser findet. Sehr lange Nägel oder sehr kurze?
Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.